NLP Brainpower, der wöchentliche Podcast der Brain Vitamins. Guten Morgen! Guten Morgen! Morgen? Vielleicht hören Sie ja mittags. Das ist die neue Folge und so weiter. Ja. Hat Sibyl gesagt. Das ist auf dem Coverbild. Ja, siehst du? Was ist das Thema heute? Und so weiter. Nein, das ist nicht das Thema, das ist das Coverbild. Limitierende Glaubenssätze. Yes, welche hättest du denn noch gehabt bis gestern? Ich weiß nicht, ob ihr so viel Zeit habt. Du willst doch immer in 15 Minuten mindestens fertig sein. Ja, da gibt es viele, dass ich für... Ja? Limitierende? Ja. Also, dass wir gesprochen haben, ein Glaubenssatz per se ist noch nichts Negatives. Das stimmt. Ich habe auch viele guten, also viele... Eben, ja, deshalb frage ich. Von daher, und limitierende gibt es viele? Ja, gibt es schon noch ein paar, die ich mal wieder so, denen ich mal wieder so begegne. Das ist witzig, oder? Weil das per se schon wieder ein limitierender Glaubenssatz ist. Willst du das wirklich glauben? Nein, das zeigt sich halt manchmal. Wir nehmen den offensichtlichsten. Wie witzig. Merkst du? Ja. Also, vielleicht für die Neulinge und für die, die schon länger dabei sind, nochmals als Wiederholung. Deine Gedanken bestimmen, was du glaubst, und was du glaubst, bestimmt dein Leben. Das ist quasi die ganz simple Struktur dahinter. Alles, was du für wahr hältst, wird wahr werden. Und das alles entspringt irgendwann mal einem Gedanken, beziehungsweise wir hätten vielleicht im Verhalten unserer Vorbilder als kleine Kinder, Eltern, irgendwelche anderen Menschen, die uns umgeben haben und so weiter und so fort, hätten wir beobachtet und irgendwann angefangen zu denken, was wir daraus für Schlüsse ziehen. So ganz grob. Mhm. So, alles, was du denkst, wird zu deinem Glauben, zu deiner Überzeugung, wird zu deinem Glaubenssatz. Oder irgendwann natürlich vernetzt, um es ein bisschen komplexer zu formulieren, irgendwann ist es ein Glaubenssystem. Mhm. So, also so ein klassischer Glaubenssatz wäre: Ich kann alles essen, was ich will, und bleibe schlank. Ja, der ist cool. Da gibt es Menschen da draußen, die sowas sagen. Mhm. Mit denen kannst du auch sprechen. Da werde ich dann immer sehr neidisch, weil ich so denke, ich will auch, ich will auch. Und dann gibt es ja diese Menschen, die sowas sagen wie, wenn ich das jetzt esse. Oder wenn ich es nur schon angucke. Wenn ich es nur schon angucke, ist es schon auf der Hüfte. Ja, genau. So, um unsere Teilnehmerin Miriam da zu zitieren, die würde dann fragen, und woher weiß der Kuchen, wohin das er muss? Und schon ist der Glaubenssatz gelöst. Ja. Also, das wäre so quasi, richtig? Alles, was du denkst, wird wahr. So, jetzt willst du denken, dass du viele limitierende Glaubenssätze hast, die du noch lösen möchtest. Nein, das will ich natürlich nicht denken. Und trotzdem ist es irgendwie da. Also, dass da welche gewesen wären. Ja, die Frage ist, wie viele genau? Das weiß ich nicht. Nein, das machen wir erst nächste Folge. Nächste Folge zeigen wir dir ein bisschen, wie man die lösen kann. Jetzt geht es mal ums Erkennen. Mhm. Weil da gäbe es diese Teilnehmerin und dieser Teilnehmer, der andere, der kommt dann zu mir und sagt, Libro, ich muss unbedingt diesen limitierenden Glaubenssatz finden, der mir noch im Weg steht, um meine Ziele zu erreichen. Mhm. Und die gehen dann Monate, Jahre lang, manchmal sogar Jahrzehnte lang auf die Suche, was schon keine gute Idee ist, sie würden besser finden, nur sie gehen auf die Suche nach diesem limitierenden Glaubenssatz, weil sie glauben, da müsste noch was zu lösen sein, bevor sie endlich den Erfolg haben, den sie wollen. Mhm. Und dabei spielt es mir jetzt mal keine Rolle, was sie mit Erfolg meinen, Erfolg in Partnerschaft, Erfolg in Beziehungen, Erfolg in welche Ziele auch immer. Dabei ist das gar nicht so komplex. Guck auf dein Leben und da, wo du stehst, ist da, wo du stehst. Das ist das, was du über Leben glaubst. Mhm. Das heißt, wenn die Beziehung, die du jetzt gerade führst, noch nicht so witzig wäre, wie du dir das wünschst,
dann ist der Glaubenssatz ganz simpel. Du hältst es noch nicht für möglich, dass deine Beziehung witzig ist. Mhm. Wenn der berufliche Erfolg, Verdienst oder Karriere oder Ansehen oder Berühmtheit oder was auch immer das dein Ziel wäre dahinter, noch nicht das ist, was du dir wünschst, dann glaubst du es einfach noch nicht, dass es möglich ist. Mhm. In deinem Fall. Das ist mir wichtig. Mhm. Macht Sinn? Ja. So, von daher frage ich jetzt nochmals. Ja, also, so erkennst du limitierende Glaubenssätze. Es ist nicht so komplex. Es gibt schon noch ein, zwei Techniken, machen wir im Practitioner, die man da, wie man die konkreten limitierenden Glaubenssätze so ein bisschen herausfiltern kann. Bei vielen, vielen, vielen von uns sind die ersten Glaubenssätze, die limitierenden, die ich lösen wollen würde, sehr, sehr allgemein. Also ich würde jetzt mal mindestens in der Schweiz, weiß nicht, wie es in Deutschland, Österreich ist, vermute ähnlich, so limitierende Glaubenssätze wie man muss hart arbeiten, um Geld zu verdienen. Hm. Nur wer viel arbeitet, hat Erfolg. Ja. Mhm. Man muss sich zur Decke strecken. Man muss sich halt die... Bei mir zu Hause hätte es früher eher mal geheißen, man muss die Arschbacken zusammenkneifen. Mhm. Manchmal, Indianer kennen keinen Schmerz, also im Eishockey sehr häufig bei uns. Man muss kämpfen, wenn man was erreichen will. Exakt. Mhm. Ich glaube, und das passt so ein bisschen zu... Sagen wir so, wie wir NLP und all die anderen Seminare vermitteln bei uns an der Brain Vitamins in der NLP-Akademie, da geht es schon im Wesentlichen um diese Leichtigkeit wieder zu finden. Es geht um dein freies Leben. Wie erschaffe ich Freiheit? Und mindestens in meinem Kopf hat Freiheit sehr viel mit dieser Leichtigkeit zu tun. Mhm. Also Dinge tun zu können, die auch getan vielleicht werden müssen, mag schon wieder ein limitierender Glaubenssatz sein, merkst du? Oder die ich glaube, die man tun muss, ich sage jetzt muss bewusst an der Stelle, dass ich wenigstens die Tätigkeit, die ich da verknüpfe mit einem Müssen, dass mir die irgendwie leicht fällt, also dass ich das hinkriege, dass das mir leicht von der Hand geht. Hat für mich ganz viel mit dieser Freiheit zu tun. Mhm. Ja. Lass uns mal einen anderen limitierenden Glaubenssatz nehmen, anstelle von denen, dass du ganz viele gehabt hättest. Ja, auch von diesen Klassikern. Ich muss etwas tun, um Geld zu verdienen, zum Beispiel. Mhm. Okay. Hättest du eine Idee, wo du den schon mal gehört hättest? Also, wir fragen ja nicht nach dem Warum und wir gehen nicht in Vergangenheit, nur vielleicht hättest du den sehr klar. Ja, sehr klar wäre übertrieben. Also ich denke sicher, meine Mama oder die Generation von meiner Mama, dass die so aufgewachsen sind, ja. Wahrscheinlich auch mein Vater, man muss halt arbeiten, man muss was tun. Also ja. Ich glaube schon, ja, so Hausaufgaben machen, kommt mir dieser Satz schon bekannt vor. Ja. Wie war das bei dir? Du kamst nach Hause in einem Fach, das dir leicht fiel. Welche Fächer fielen dir leicht? Ja, viele eigentlich, die meisten. Zurück. Lieblingsfach? Ein Lieblingsfach? Ja, das waren dann eher die, wo man nicht lernen musste. Also so irgendwie Turnen oder. Ja, okay. So. Warst du gut im Turnen? Hattest du gut in Ordnung im Turnen? Ja, ganz okay. Ja? Ja? Okay, also du wärst quasi, ich weiß nicht, was war das, quartalsweise oder halbjahresweise die Zeugnisse? Halbjahr. Ja. Nach einem halben Jahr bist du nach Hause gekommen, hättest du in Turnen irgendwas in der 5, 5,5, irgendwas gut, oder also sogar eine 6 gehabt. Und dann? Ja, das war schon Mindestanforderung. Das sollte schon eine 5 und mehr sein. Und das war eher dann die Frage, wenn das unter einer 5 war, was ist denn da los? Hast du nicht geübt? Oder, okay. Ja. Und wenn es eine 6 gegeben hätte, wurde das richtig gefeiert? So nach dem Motto, wow, cool, toll, du hast in Turnen eine 6? Oder wie war das? Ja, da war schon so ein bisschen Freude da und jetzt nicht die große Begeisterung. Also ich erinnere mich, die Worte meiner Lehrerin im Turnen, weil ich war auch, Turnen hatte ich immer eine 6. Mhm. Ich glaube, ich hatte nie unter einer 6, weil ich habe Eishockey gespielt, hatte vielleicht da, keine Ahnung,
ein bisschen Vorteile oder nicht, keine Ahnung. Mhm. Auf alle Fälle war der Spruch der Lehrerin, ja, dem Libero fällt das ja leicht. Aha, also als das war Entschuldigung. Nicht, das war nichts Besonderes, dass ich da eine Sex hatte. Ja, dass man das runter... So, gab es ein Fach, wo du eher gehadert hättest? Kommt mir jetzt gerade so keins in den Sinn. Also mir fiel es, also gerade so in der, wie sagt man, Primarschule, sind mir die meisten Fächer reingefallen. Es war dann eher später Biologie, weil meine Mama da Biologie unterrichtet hat und da musste ich erst recht lernen, weil da musste es dann schon eine 5,5 oder eine 6 sein. Ja. Und aber verdient. Nicht, dass die anderen Kinder denken würden, ich hätte nicht gelernt. Ja. Ja. Was die anderen denken, wie cool. Ja. Da kommen gerade wieder neue limitierende Glaubenssätze hervor. Aha, okay, spannend. Bei mir wäre es dann eher, also ab der 7. Klasse eher so dieses Fremdsprache, Französisch gewesen. Ganz, ganz schräg verknüpft. Weil ich tummelte mich da so um die 3,5, 4 herum. Also ist für die Schweiz, Deutschland ist glaube ich anders, Österreich weiß ich gar nicht. Weiß ich auch nicht. Das war so knapp genügend. Und je länger das Jahr ging, desto ungenügender wurde es. Und wo ich richtig gut war darin, war im Auswendiglernen. Also sobald ich einen Text im Französisch auswendig lernen musste als Aufgabe oder Vokabular lernen, da war ich super cool, weil ich hatte da komische Strategien, wie ich das irgendwie schnell mache. Da hatte ich eher mal eine 5, 5,5. Und mit diesen Tests von Vokabular, quasi 20, ja, da konnte ich so ein bisschen was kompensieren. Und immer dann, wenn ich im Französisch eine Note hatte, die über 4 war, wurde das gefeiert. Ah, echt? Ja. Cool. Mhm. Weil ich mich ja so bemüht hatte, dass ich da eine gute Note hatte. Da hat er jetzt aber was dafür getan. Das, also da hat er sich jetzt reingehängt. Das hat er sich verdient. Und ich weiß nicht, wie es bei dir da draußen war. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel schräg verknüpft mit dieses Belohnungsding. Wo belohne ich ein Kind oder wo bestrafe ich? Also einige da draußen tun ja immer noch so einen Quatsch, wie Kinder bestrafen für irgendwas, was nicht toll läuft. Finde ich doof, mag ich persönlich jetzt gar nicht und alles gut. Da ist ein bisschen die Frage, wo setze ich den Anreiz? Macht es Sinn, dass ich, wenn jemand eine gute Note schreibt, jetzt um in diesem Beispiel zu bleiben, macht es Sinn, dass ich dem dann dafür Geld gebe? Gebe ich die ihm für die Turnnote, also für den Sportunterricht, wenn es da gut ist oder sie gut ist, gleich viel Geld wie für Mathe, wenn es Mathe wäre, oder Französisch, wenn es Französisch wäre? Also, ja, bewertet man die Fächer anders, die leicht gehen, als die nicht so leicht gehen. Will ich überhaupt eine Belohnung setzen? Warum wird nicht jede... Ich hätte eine andere Frage, wenn wir bei diesem Zeugnisding wären. Die Frage an die Kinder, und das würde ich auch den Kindern so mitgeben wollen, ist, steht im Schulzeugnis die Note drin, die sie haben möchten? Und ich würde Ihnen Strategien zeigen wollen, wie Sie diese Note so erreichen, dass es leicht geht. Dass Sie Ihr Ziel erreichen. So, wenn dann diese Tochter nach Hause käme mit der französischen Note 2, das wäre bei uns in der Schweiz nicht so toll, dann würde ich fragen, und? Bist du glücklich mit deiner Note? Bist du glücklich? Ist es die Note, die du haben wolltest? Ja. Und wenn es das nicht ist, dann würde ich sagen, gut, dann dürfen wir lernen, neu das Gehirn einzusetzen, neue Zieleplanung machen. Und zwar gemeinsam mit den Kindern und nicht nur die Eltern, die Erwartungen kommunizieren. Ja, vor allem, es ist relativ simpel, die Eltern dürfen es vorleben, weil ansonsten lernen es die Kinder nicht, das ist ganz simpel. Das stimmt. Ja. Limitierende Glaubenssätze, spannend, ja? Ja. Können wir wieder Folgen füllen. Ja, welche limitierenden Glaubenssätze habt ihr da draußen so, die ihr kennt offensichtlich? Wo würdest du selber erkennen, dass du vielleicht gerade nicht so vorankommst oder seit langer Zeit nicht vorankommst? Schreibe uns im Instagram-Post mal unten hin. Ja. Und dann zeigen wir nächste Woche ein paar Ideen, wie man so ein bisschen Glaubenssätze drehen kann und ins Positive wenden kann, damit es dir leichter und leichter und leichter fällt.
Leben zu leben, wie du es leben möchtest vielleicht. Ja, ich freue mich. Yes! Ja, mit dem Intro wird es wieder länger als 15 Minuten. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Das war der NLP Brainpower Podcast. Alle Rechte dieser Produktion liegen ausschließlich bei der Brain Vitamins GmbH. Weitere Seminarinformationen finden Sie unter www.brain-vitamins.ch.